Don't stop. Guten Morgen, ich bin jetzt schon aufgestanden, habe schon gefrühstückt und bin losgefahren. Und jetzt fahren wir Richtung Meran. Ja, das sind halt so 100 Kilometer, fast keine Höhenmeter und gerade haben wir hier so richtig Gegenwind. Aber es passt eigentlich. Gleich kommen wir zum Reschnersee und dann geht's fast nur bergab heute. Wir sind jetzt auch schon hier am Reschnersee angekommen und es ist echt Wahnsinn, wie wenig Wasser der hat. Das sieht man hoffentlich hier. Das ist meistens sonst hier so bis 2 Meter zum Ufer. Als ich das letzte Mal im Herbst da war, ist verrückt, wie wenig Wasser da jetzt drin ist. Und jetzt fahren wir auf der Seite ganz entlang bis hinter zum Reschnersee und dann geht's schön bergab. Ja, und jetzt machen wir eine Timelapse und mein Vater fliegt Drohne. Und da hinten ist auch so ein Turm im See. Weiß nicht, ob man den sieht, zeige ich mal gleich. So, ich bin jetzt am Ende vom Reschensee angekommen und jetzt scheint endlich die Sonne. Das war so kalt teilweise. Ich habe halt auch keine Handschuhe oder lange Hose oder sowas dabei oder eine Mütze habe ich auch nicht. Und jetzt fehlt nur noch ein sanfter Wind. Das ist jetzt super. Und hier der Blick nochmal auf den See. Und da hinter mir, hier, sind so Abflüsse. Da, keine Ahnung, da könnt ihr dann irgendwie regulieren. Oder das ist so ein Notfall gedacht, dass der See hier nicht überläuft. Weil der wurde ja künstlich angelegt und da hinten der Turm, der schaut auch hier einfach nur noch raus. Da war mal ein Dorf in diesem See. So, bin jetzt schon längs von der großen Abfahrt runter und jetzt geht es langsam auf Meran zu. Es läuft hier super. Bestimmt so 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Wunderschöne Landschaft, toller Fahrradweg ohne Autos, nur leider sehr viele Leute. Verrückt, was es ist. Wahrscheinlich so ein alter Transport von der Mine führt da so hin. Wahrscheinlich Kohle abbauen und jetzt lohnt sich's nicht mehr. Boah, diese Landschaft hier, die ist so schön. Das sieht man auf Kamera gar nicht, aber ich liebe das hier so sehr. So ein bisschen ausgetrocknet und so, aber doch so grün. Ich zeige euch da jetzt mal ein paar Aufnahmen. Es ist echt verrückt, so auf der Südseite vom Berg ist es richtig ausgetrocknet, so ein bisschen. Und auf der Nordseite, hier hinter mir, ist es noch richtig grün. So, jetzt geht's noch ein kleines Stückchen runter bis Meran. Das ist echt krass. Wir sind jetzt irgendwie 50 Kilometer praktisch bergab gefahren. Und jetzt geht's nochmal, denke ich, 200 Höhenmeter runter. Dann sind wir da, dann schaue ich mir ein bisschen die Stadt an. Und mein Vater kommt dann irgendwie wann noch nach. Der ist, glaube ich, so 30 Kilometer hinter mir. So, wir sind jetzt schon angekommen in unserem Hostel-Hotel und haben auch einen recht coolen Blick auf
die Stadt. Jetzt dusche ich kurz und dann fahren wir wieder in die Stadt rein und schauen die uns an und gehen ein bisschen was essen. Heute sind wir 92 Kilometer gefahren und keine Ahnung, vielleicht 300 Höhenmeter und extrem viel bergab. Das ging echt super. Ja, und ich zeige euch dann ein bisschen mehr Bahn. So, wir waren jetzt gerade essen in der Stadt, Pizza. So geil hat es geschmeckt. Das war in so einem Hinterhof. Das ist wirklich so ein richtig guter Tipp. Ihr müsst immer im Hinterhof irgendwo schauen. Nie an der Touristenmeile, weil da kommen die Touristen sowieso hin. Egal, ob es da gutes Essen oder schlechtes gibt. Ja, und morgen fahren wir dann 1500 Höhenmeter erstmal bergauf und dann ein bisschen bergab. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir morgen fahren. Die Fahrradwege hier, die sind so geil. Die sind alle ausgeschildert, da braucht man eigentlich gar kein Handy oder eine Karte. Und auch wenn da dann mal eine Baustelle ist, immer Umleitung. Da könnte sich Deutschland sowas abschauen. Die machen es hier so toll. Bis morgen. Stop.